Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Geek Talk Daily Folge. Heute am 1. Januar 2020. Eigentlich hätte ich euch heute mit dem Achim hier begrüßen sollen, doch die Audiodatei liegt irgendwo nicht da, wo ich bin. Und ich habe keinen physischen Zugriff auf da, wo ich nicht bin. Deshalb leider nur von meiner Seite. Wir möchten uns bei euch für ein tolles 2019 bedanken, euch, den aktiven Zuhörern. Wir freuen uns auch, euch im Jahre 2020 mit weiteren neuen Daily-Folgen zu beglücken und ja, streben im vierten Jahr des GeekDoc Daily Podcasts die Folge 1000 an. Das geht natürlich noch ein Weilchen und deshalb würde ich doch sagen, neben dem, dass wir euch ein gutes Neues wünschen, starten wir auch gleich zu den Themen, deren ich vier mit habe. Zum einen ist das Neon, Korallenriff Datenzentrum, Friedhof und Telegram. Ich beginne gleich mit ersten. Samsung hat über Twitter in den letzten Tagen ein bisschen angeteasert, dass sie am der CES etwas Neues zeigen werden, was die Menschen noch nicht gesehen haben. Haben sie schon diesen künstlichen How have you ever met an artificial? Ja, nee, ich glaube nicht, dass wir das haben oder sonst wissen wir es nicht. Wir dürfen gespannt sein, was es ist. Man hat auch ein bisschen berichtigt, dass sie sich darüber freuen, dass so große Beliebtheit an dieser Neuigkeit, an dieser Meldung von Samsung ist, aber es habe nichts mit Bixby zu tun. Das sei irgendwas nebenbei. Wir dürfen also gespannt sein, was sie in den nächsten Tagen an der CES zeigen werden. Weiter geht's mit Microsoft. Die haben ja schon das ein oder andere Datenzentrum versenkt. Und zwar im wortwörtlichen versenkt, nämlich im Meer. Da ist das mit dem Kühlen deutlich einfacher, weil halt einfach eine grundkühlere Temperatur herrscht. Und jetzt möchten sie sogar noch einen Schritt weiter gehen, basteln da ein paar Anker rundherum und sonst noch ein paar Unebenheiten und Löcher. Und bieten somit die Fläche für zukünftige Korallenriffe. Wir dürfen sehen und beobachten, wie das funktioniert. Ich bin ja mal gespannt, ob und wie das funktioniert, ob das mit der Meerwärme nicht zu einem Problem führt, wie auch immer. Wir werden es erfahren in ein paar Jahren, wenn es dann einen Rückblick auf das Ganze gibt. Rückblick Friedhof. Ja, Google versenkt ja immer wieder mal neue Dienste und nein, keine Angst, es ist nicht schon wieder ein neuer Dienst bekannt geworden, den Google versenken möchte. Aber der Google Watch Blog hat eine kleine Zusammenfassung gemacht, was im nächsten Jahr bei Google sterben wird. Denn wir wissen ja jetzt schon einiges, was auch noch auf dem Friedhof und zu Picasa, was haben wir da, Google Buzz, Google Reader oder Google Plus, Google Wave kommen wird. Und das ist Ende des nächsten, also des neuen Jahres, der Google Cloud Print, dann Android Auto wird verschwinden, Google Hangouts endlich, Android Beam, Google AdSense als App-Version und eventuell Google Play Music, weil da gibt's ja noch das andere mit diesem YouTube, wo sie da sich mehr darauf fokussieren. Wir werden's sehen. Schöne Zusammenfassung auf jeden Fall und lesenswert. Link dazu, wie immer, bei uns in den Shownotes oder auf daily.geektalk.ch. Die letzte Neuigkeit betrifft Telegram und da gibt es gleich mehrere kleinere Neuigkeiten, indem, dass es ein größeres Update gegeben hat, wo man eben mehrere kleine Neuigkeiten drin hat. Man kann jetzt mit einem Theme Editor sein Telegram so zusammenklöppeln, dass es optisch, also farblich, einem so gefällt, wie man es mag. Ich freue mich schon auf die ganzen Augenkrebs-Varianten, die da so entstehen werden. Dann hat's neue Listen, bessere Suchfunktion. Was haben wir da noch drin? Wir haben eine Anpassung zwischen Android und iOS. Die Maps-Geschichte wurde angepasst, also die Geschichte, wo man sich den Standort zusenden kann, etc. Wer es Wunder nimmt, was da noch alles dazugekommen ist, auch dazu logischerweise ein Link bei uns in den Shownotes. In diesem Sinne nochmals von mir und vom Achim euch einen guten Start in dieses neue Jahr. Wir freuen uns auf viele interessante Sendungen mit euch, eure Rückmeldungen und ja, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.